Hallo liebe Bastelfreunde, willkommen in Wölfchens Bastelstube. Heute möchte ich mit euch so eine kleine süße Schultüte basteln. Ich habe da schon mal zwei vorgebastelt. Das ist Farbkarton, diese hier ist Farbkarton Kürbisgelb. Und dazu habe ich das Designerpapier benutzt hier aus der Meereswelt. Oder ein Stück rausgeschnitten und hier die kleinen Wale und Krebse und was sind das, Seepferdchen und Quallen, da habe ich mir die rausgeschnitten hier und habe die dann so aufgeklebt und ja, die ist ein bisschen neutral, kann Mädchen und Junge benutzen und die hier ist nach meiner Meinung für einen Jungen gedacht. Das ist hier Pazifikblau. Hier oben habe ich Washi-Tape genommen mit so Schmetterlingen und die Punkte hier drauf, die habe ich mit einer kleinen Stanze ausgestanzt. Die Halb-Inch-Stanze von Stamping Up, die kleine. Und ja, habe hierzu hier oben ein Serviette benutzt. Hier diese handelsüblichen Servietten, die man so ja, hat zu Hause. Und ja, hier habe ich ein Bastband genommen, so ein gelbes. Und hier habe ich das Band genommen, Schöner Garten. Da haben wir ja zwei Bänder, einmal in grün und einmal hier in diesem ja, Korallrot, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und das habe ich mir dazu einfallen lassen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch eine für Mädchen basteln. Und ich lege die mal gerade jetzt hier zur Seite und dann können wir auch gleich loslegen. Ich habe mir einen Farbkarton in Magenta-Rot oder Pink ist ja kein Rot, in 6x6, also 15,2x15,2 zugeschnitten. Ich habe mir eine Schablone gemacht. Ich habe so ein bisschen rumgetüftelt, denn runde Schultüten, ich sage immer, kann jeder. Gibt es auch schon ganz viele im Netz, habe ich mich umgeschaut. Aber so eine eckige, wie ich die heute machen möchte mit euch, habe ich leider noch nicht gesehen. Oder kann man auch sagen, Gott sei Dank. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe mir die fertig gemacht und dazu auch eine Schablone gemacht, unten für die Spitze. Beides verlinke ich euch unter dem Video. Die könnt ihr dann auf meiner Homepage euch ausdrucken. So, ich habe mir die angelegt, nehme mir dazu einen Bleistift und zeichne mir einfach den Bogen hier raus. Genau, und hier oben ist noch Platz für die kleine Schablone für die Spitze. Ich fand das ganz nett, dass man die Spitze so ein bisschen verstärkt. Damals in meiner Schultüte war das auch so. Da war auch die Spitze noch mal extra ein bisschen hervorgehoben. Und ja. So, die Abstände jeweils hier von den einzelnen Ecken sind 3,2. In Inch ist das ein Viertel Inch. So. Ja, genau, ein Viertel Inch. Ich lege sie noch mal ganz kurz hier an und zeichne mir einfach hier die Abstände. Wie gesagt, sind 3,2 oder ein Viertel Inch. Und dieses Stück hier hat hier oben ein Maß von 1,2 Zentimeter und verjüngt sich dann hier unten hin zu 0,5 cm oder wie gesagt hier einen halben Inch und dann ein Viertel Inch hier unten. Aber wie gesagt, wenn ihr euch die
Schablone ausdruckt, könnt ihr die euch dann zuschneiden und habt es leichter zum ja, zum Falzen nachher, zum Ausschneiden. So, Schablone auf Seite. Jetzt nehme ich mir mein, ich habe einen ganz, ganz dünnen Falz, Falzbein oder wie nennt sich das? Oder ja, aus Metall, so eine Falzung. Ich hole mir gerade mal hier mein Lineal und ziehe das dann runter bis zur Spitze. Bisschen nachdrücken. Ich habe es versucht mit dem Schneidbrett zu falzen. Ist ein bisschen umständlich und so denke ich mal, ist es auch ganz gut. Dann kann man sich das, geht ja auch schnell. Geht ja nur, dass man das richtig nachher auch falzen kann, wenn die Falzlinien schön gezogen sind. So. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten angekommen. Hier bei der, na, sagt schon, bei der Klebelasche. Manchmal hat man wirklich Wortfindungsstörung. So, ich habe mir, wie ihr seht, die Falze gezogen. Und schneid mit euch erstmal hier die Schablone aus, beziehungsweise die Tüte. Hier erstmal die Spitze. So, dann haben wir die Spitze und jetzt schneiden wir uns hier die Schwultüte aus. Ich hatte als Kind auch so eine sechseckige Schwultüte und ja, ich fand die schön und klar, man findet seine Schwultüte selber auch schön, klar, natürlich. Und wollte eben halt so, ich sag mal, so ein bisschen Kindheit hier beim Basteln noch einfließen lassen. Deshalb habe ich mir das überlegt, wie kannst du solch eine Tüte basteln. Und mein Mann sagt auch, er hatte auch eine eckige. Scheinbar war das damals modern, ich weiß es gar nicht. Aber ich denke mir das, nur eben halt nicht in rosa oder pink oder magenta. Sondern im Teil, er hat sie in, ja, er sagte ja so zwischen hellblau und dunkelblau gehabt und auch so mit ganz vielen Punkten. Und da habe ich gedacht, ne, die könnte eventuell so ausgesehen haben hier, wie diese hier. Und da sagte er auch, sagt er, ja, sagt er, so ungefähr sah die auch aus. Ja, wie sich alles manchmal so fügt, ne. So, ich tue gerade mal hier die Spitze so ein bisschen übers Falzbein ziehen, damit die sich besser nachher rumlegen tut, wenn wir das zusammenkleben oder aufkleben. Und ja, jetzt falzen wir uns mal unsere Falze nach, die wir uns gerade hier gezogen haben. Ist immer hier so ein bisschen die erste Falze, so ein bisschen knifflig, aber wir kriegen es hin. Mit Designerpapier geht es natürlich auch, ist gar kein Problem, nur mir ist die, ja, wie soll ich jetzt sagen, einfach zu weich. Also Designerpapier ist ja, ja, nicht so fest wie Farbkarton und ja, ich denke mal, wenn so ein Geschwisterkind oder auch als Deko und die wird ja dann doch mal hin und her angefasst, dann hält die nicht so lange. Das wollte ich eigentlich vermeiden und deshalb habe ich die ja, aus Farbkarton gebastelt. So. Ja, man muss immer genau hier
die Spitze nachgehen, aber das funktioniert ganz gut so. Ein bisschen tricky ist jetzt hier die letzte Falz, aber die hat es auch hinbekommen. So, wir kleben uns dann mal schon die Spitze auf. Wo haben wir den Kleber? So, ich habe mir da den Tombow wieder in diese kleine Flasche reingemacht, weil da kann man den Tombow richtig schön verteilen, weil er nicht so dick immer rauskommt. So. Hoppala, hoppala. Wie hat sich hier. So. Wer will, kann das jetzt hier gerade schneiden. Ich lasse es dran und klebe es nachher mit auf. So. Ich habe mir dazu eine Spitze abgemessen und hier ein ja, das ist ein Kosmetiktuch, das habe ich dann einmal so, ne, nach oben gefalten und habe mir hier unten ein doppelseitiges Klebeband drauf getan. Das ist oben, man muss sie ja auch verschließen, so wie hier, ne? Man muss das ja haben, hier mit dem Tüll war das bei mir früher und ich habe im Moment leider keinen Tüll und habe mir eben halt geholfen mit Servietten, ist ja auch toll. So, wie gesagt, ich habe mir hier diese Spitze mit doppelseitigem Klebeband beklebt und ihr könnt Washi-Tape nehmen oder Farbkarton oder Designerpapier, euch da was zurecht schneiden, wie ihr es gerade mögt. So. Das mache ich, bevor wir jetzt die Schultüte zukleben, setze ich das drauf. Es lässt sich einfach besser aufkleben, als wenn die schon zu ist. So, und man kann das auch, ich sag mal, so ein bisschen punktgenauer draufkleben hier. So, ich habe die mit Absicht ein bisschen länger gelassen, um nachher das bisschen besser zu kontrollieren und noch ein bisschen das gerade ausrichten. So, jetzt machen wir den Kleber wieder zu oder legen den einfach mal zur Seite. Ich brauche Glue Dots und oder ich klebe so auf, geht ja auch. Die kleinen Blumen hier, die habe ich mir einfach schon so ausgeschnitten. Das Band dazu. So, und dann kleben wir die mal auf. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel, aber ich war gerade mal so am Stanzen. So, schon fast genug hier. Es wirkt das alles so überladen, glaube ich. Ja, hier noch eine gelbe Blüte. Genau. So.
So, ich glaube, wir sind dann auch soweit fertig mit dem Aufkleben und können jetzt uns die Tüte schließen. Dazu tue ich mir, nein, wir schließen die noch nicht, wir kleben uns erstmal hier, deswegen habe ich mir das auch hingelegt, wir kleben uns erstmal hier den, ja, dieses Kosmetiktuch ein. Ja, ist immer ein bisschen fisselig hier mit dem, mit der Trägerfolie zum Abziehen, aber ich hoffe, ich krieg's hin. Wenn man erstmal einen Anfang hat, dann geht es. Aber das reißt ja auch schnell, ne? Also es ist immer so ein bisschen fisselig hier. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich es auch so. Wenn man erstmal einen Anfang hat, dann funktioniert das auch ganz gut. Na, also, die ist ja jetzt wirklich hier widerspenstig, ne? Die will mich hier zanken, diese blöde Folie. Ich hab's. So, und jetzt noch die andere Seite. Genau, so endlich. Also manchmal. So, und dann kleben wir uns das in die Innenseite der Tüte ganz nah oben am Rand. Nach Möglichkeit. So. Genau. So, und jetzt kleben wir uns dann hier die Tüte zusammen. Hier unten noch mal ganz kurz die Spitze aus. So. Hier unten ist das schon so schnell getrocknet wieder. Ich hatte vergessen, hier den Bleistift wegzuradieren. So. Ich hatte ja gesagt zu Anfang, wir hatten uns hier die
spitze so ein bisschen und die lege ich jetzt einfach hier so drüber und schneide sie gerade ab. Die schneidet natürlich nicht die Schere. So. So, und hier ist so, hier können wir auch noch eine kleine Blüte draufsetzen. Ja, das sieht man manchmal erst immer ein bisschen später. So, genau. So, und zum Schluss können wir die Tüte natürlich füllen. Ich fülle sie jetzt nicht. Sollte ja nur zur Demonstration sein, wie man so eine, eigentlich ganz schnell, so eine kleine schöne Schultüte zaubern kann. So. Das Band ist ein weißes Band. Ich habe mir das in dunkel Magenta, ist ein bisschen dunkler geworden wie der Farbkarton, aber ich denke mal, das ist okay. Das habe ich mir so eingefärbt mit diesem, wo haben wir sie denn? Nein, das stimmt nicht, ich habe euch belogen. Das ist dunkel Brombeermus, ne? Seht ihr ja hier, ne? Brombeermus, nicht Magenta. Aber ich fand das so schön hier mit dieser Farbe. Wenn man da eine schöne kleine süße Schleife machen will, ne, dann funktioniert es ja natürlich nicht, ist ja klar. So, aber ich glaube jetzt können wir das so lassen mit der Schleife hier. So. Ja, also hier oben könnte auch noch eine hin. Mal schauen. Ja, setzt da noch mal eine kleine Blüte oben hin. Ich finde die so süß. So, genau. So, jetzt ist die kleine süße Schultüte hier auch schon fertig und ihr seht, dass es keine Hexerei ist. Wie gesagt, die Schablone habe ich entworfen und ihr könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, diese kleinen Tüten nachzubasteln, bei mir auf meiner Homepage, die ist hier oben im Video eingeblendet, könnt ihr euch die ausdrucken. So, das war es dann auch heute schon von mir. Da kommt noch einiges zur Einschulung. Ihr hattet ja mein Video gesehen mit den süßen Stiften, wo so eine Keksriegel drin waren. Heute habe ich euch so eine süßen Schultüten gezeigt. So ein bisschen Kindheitserinnerung. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Dann lasst mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.